Hallo und herzlich willkommen im Wald und ich möchte mal gerade noch so in kurzer Form noch ein paar Baumarten ergänzen zu meiner Baumkunde-Bestimmungstour Bäume im Sommerzustand, Schwerpunkt Laubgehölze. Hab noch nicht alles ansprechen können bei der letzten Tour, weil so ein paar Sachen da einfach nicht griffbereit waren und deswegen bin ich jetzt hier gerade noch ein kleines bisschen unterwegs und schau mal, was ich noch an Ergänzungen finde. Ich glaube dann zwar nicht, dass wir dann schon sämtliche Bäume Deutschlands, die in freier Wildbahn vorkommen, auch wirklich angesprochen haben. Das ist doch eher sehr unwahrscheinlich. Aber es sind dann halt eben noch mal ein paar mehr und peu à peu kommt der Rest dann auch irgendwann dazu. So, ich habe übrigens mein Stativ vergessen, daher diese etwas interessante Einstellung hier. Das hier, zack, da liegt's, ist die Zitterpappel, Populus tremula. Ist eine Pappel, ist damit wie jede Pappel ein ziemlicher Pionierbaum, wird nicht sehr alt, hat nur ein weiches Holz, kurze Lebenserwartung und zeichnet sich dadurch aus, dass es diese speziellen Zitterpappelblätter aufweist. So, was ist jetzt an diesen Blättern so besonders? Das müssen wir nochmal ein bisschen aus der Distanz nochmal ein bisschen genauer zeigen. Also hier seht ihr so ein Blatt. Das hat die wunderbare Eigenschaft, dass es ganz hervorragend darin ist, bei jeder kleinsten Bewegung sofort hin und her zu wackeln. Also so, ne, in dieser Richtung. Es wackelt nicht rauf und runter, das kann natürlich auch, wenn ich jetzt nachhelfe. Aber wenn irgendwas den Zweig erschüttert, dann wackeln die immer ja, in Längsrichtung. Also quasi, sie schneiden, wenn das jetzt zum Beispiel ein Axtkopf wäre, das Blatt, dann würden sie immer mit der Schneide durch die Luft schneiden. Und das hat jetzt auch einen bestimmten Grund, weil das ist auch schon das wesentliche Bestimmungsmerkmal bei der Zitterpappel. Sie sieht, wenn man sie von oben drauf guckt, sieht der Blattstiel ganz normal aus, wie ein Blattstiel halt. Und wenn man von der Seite drauf guckt, dann stellt man fest, das ist jetzt hier zwar nicht so schön zu sehen, es ist aber doch so, das kann man auch ganz wunderbar fühlen, dass er dann deutlich breiter ist. Sprich, der ist, also hier haben wir die breite Seite zum Draufgucken und das hier ist die schmale Seite. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Suchen wir uns mal ein etwas älteres Blatt, vielleicht gibt es da nochmal. Ja, also hier die breite Seite. Ich weiß, das ist mit dem Scharfstellen ein wenig ein Problem. Und das ist wieder die schmale Seite. Man kann das auch noch viel besser fühlen, als ich es euch sagen kann. Das merkt man sofort, wenn man die auch zwischen den Fingern dreht, dass das halt eben der Stiel asymmetrisch ist von der Verteilung. Der ist also halt bei weitem schmaler, als er dick ist. So, das sind die Worte, die ich die ganze Zeit suche. Und ansonsten handelt es sich um ein ziemlich, relativ rundliches Blatt. Hier auch schön zu sehen. Also wirklich auffallend rundliche Blätter, breit und rundlich und mit dieser einfachen Zahnung. Keine Spitzenzähne, sondern mehr so, ja, so ein, eher so ein Zwischending zwischen Zahnung und Wellung, wenn man es so nennen möchte. Also so eine gewellte Zahnung. Mir fällt da jetzt gar kein entsprechender Fachbegriff dazu ein. Aber das Einzige, was an dem Blatt spitz ist, ist eventuell hier die Spitze. Und die ist auch nicht besonders hervorstechend. Aber ein wirklich idiotensicheres Merkmal ist eben dieser spezielle Stiel. Übrigens gibt es da auch noch einen Grund, warum der Stiel so ist, wie er ist. Man vermutet nämlich, dass das halt eben das Hin- und Herwackeln der Blätter fördern soll, dieser interessante Stiel. Und das soll nach Möglichkeit die Transpiration vergrößern. Also heißt, wenn sich das Blatt im Wind mehr bewegt, dann kann es mehr Wasserdampf abgeben und das soll dann die Photosyntheseleistung wahrscheinlich steigern. Also das ist die Vermutung, die man hat in der Wissenschaft, warum das so ist bei der Zitterpappel. Ganz was Besonderes, die Zitterpappel. Zitter, 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 zitter. So, und hier haben wir es jetzt mit der Edelkastanie zu tun, Castanea sativa. Und zwar ist die zu erkennen durch diese sehr langen Blätter. Die können mitunter auch durchaus noch größer und noch länger werden. Die sind also deutlich länger als breiter. Sie haben auch sonst so ein bisschen, wie ich finde, an die Hainbuche erinnernd, diesen Karton-Look, diesen Wellpappe-Look in Anführungszeichen. Und sie haben entsprechend
kleine, aber spitz zulaufende Zähne, die alle sehr weit nach vorne gerichtet sind, haben keine besonders ausgeprägte Spitze. Ja, sehr charakteristisch und eigentlich die Bestimmung idiotensicher machen, sind diese sehr langen, deutlich länger als breiten, insgesamt auch wirklich großen Blätter eben mit der entsprechenden Zahnung, auch dem entsprechenden Wellenmuster. Ich habe es ja gerade gesagt, auf der Rückseite keine besonderen Merkmale und dann haben wir es auch schon mit der Edelkastanie zu tun. Das ist die, die die essbaren Früchte hat, nicht die zum Seife machen. So, und hier haben wir jetzt nochmal den Holunder. Achtung, nein, haben wir nicht. Denn das Ding sieht zwar auf den ersten Blick wirklich sehr, sehr, sehr holundermäßig aus, aber das kann man auch nur verwechseln, solange das Teil noch klein ist, weil wenn dieses Ding hier ausgewachsen ist, dann haben wir es mit einem 30 Meter hohen Baum zu tun und beim Holunder, ja, der bleibt ein Strauch. Leider sind ausgewachsene Exemplare inzwischen ja sehr stark bedroht, denn es handelt sich hier um eine Esche. Und woran erkennt man jetzt das? Zunächst mal haben Eschen fast ganzjährig immer irgendwo zu finden diese interessante schwarze dreieckige Knospe. Das ist eine ganz charakteristische Eschenknospe, die man am jüngsten Trieb eigentlich fast immer irgendwo finden kann. Außerdem entlang des Zweiges, stell scharf, also da findet man auch immer gerne mal wieder diese schwarzen Knospen, relativ klein, mit so einer deutlichen, ja, ich nenne es jetzt mal, mit so einem deutlichen Hof unten drunter, also diesen kahlen Bereich da quasi, der sich von der restlichen Rinde abhebt. Das kann man auch hier ganz schön erkennen, da auch wieder. Also das ist jetzt ganz klar eine Esche. Das Problem ist, ich habe euch ja gesagt, wenn man Holunder sicher erkennen will, muss man da ein bisschen was abschnibbeln und dann mal gucken, ob da eben entsprechendes Mark drin ist, weißes Mark. Wenn man bei der Esche wirklich nur die ganz jungen Zweige abschnibbelt, dann haben die auch noch, das kann man hier ganz gut sehen, glaube ich, relativ viel weißes Mark drin. Nimmt man aber ein bisschen ein dickeres Stück, dann kann man sofort erkennen, das ist wirklich bloß der sogenannte Markstrahl. Den hat jeder Baum. Also jeder Baum hat in der Mitte so ein ganz kleines bisschen was von diesem weißen Zeug. In den jungen Ästen ein bisschen mehr. Wenn es dann über den gesamten Stamm gerechnet ist, ist es dann halt irgendwann absolut verschwindend minimal, das bisschen, was dann noch übrig bleibt. Und hier kann man dann schon sehen, der bildet doch ein sehr festes Holz aus. Wie kann man merken, ob das ein festes Holz ist? Mit dem Fingernagel dran rumkratzen, versuchen. Und Esche hat schon ein relativ festes, hartes Holz. Das merkt man dann auch, wenn man da entsprechend dran kratzt, dass das nur sehr wenig nachgibt. Und es ist nicht einfach, da jetzt mit dem Fingernagel großartig was einzuritzen. Das also zur Unterscheidung zwischen Esche und dem lieben Holunder. Außerdem, im früheren Sommer bis im Frühjahr, sagen wir mal so, findet man am Holunder irgendwo diese Holunderdolden. Späteren Sommer findet man Holunderblüten. Und bevor er dann irgendwann wieder das Zeitliche segnet, von den Blättern her im Herbst, hat er auch nochmal irgendwann Holunderbeeren entsprechend dran. Ne? Und das alles finden wir an der Esche nicht. Also ein Holunder mit auffallend wenigen Blüten, beziehungsweise gar keinen, das ist dann oft keiner. Nochmal eine kleine Ergänzung zur Eiche. Das ist wieder eine Traubeneiche. Ich habe euch ja gesagt, keine Öhrchen zu sehen. Ne? Und hier haben wir jetzt ein Exemplar, da ist das wirklich ganz, ganz eindeutig. Das ist quasi so das Musterbuchexemplar der Traubeneiche. Das Blatt läuft quasi aus, ohne da irgendwelche Öhrle zu bilden. Also wenn da noch so Lappen dran wären, so runde Lappen, die so ein bisschen abstehen, wie halt eben so ein abstehendes Ohr, dann handelt es sich definitiv um eine Stieleiche. Und bei diesem Exemplar ist es ganz eindeutig, dass es sich um eine Traubeneiche handelt. Jetzt gucken wir nochmal auf die Rückseite und suchen nach Blattadern, die in Buchten führen und finden keine
Gut zugegeben, hier sieht es so ein bisschen so aus, ist aber nicht. Die müsste dann quasi hier ansetzen und direkt in die Bucht gehen. Also auch das ein vielleicht noch ein bisschen schöneres Blatt für eine Traubeneiche. Stieleichen habe ich hier in der Gegend gerade nicht. So, und hier haben wir so ein interessantes Gestrüpp. Das brennt übrigens auch ganz gut. Und das stammt natürlich von einer, ja, rankenbildenden Pflanze. Also quasi eigentlich müsste man sagen, eine Liane. Und hier kann man sie ganz schön erkennen. Das ist zwar jetzt noch ein vollständig grünes Zweigchen, das wird aber noch verholzen. Und das ist die Clematis vitalba, unsere Waldrebe, die auch so ein bisschen herzförmige Blätterchen ausbildet und die immer parallel quasi zum Zweig in solchen Zweigen ausgehen hat, der sich dann wieder parallel entsprechend verzweigt und wieder parallel und dann noch ein einständiges Blatt. Und die sehen tatsächlich alle so aus, die jeweiligen Zweigchen, die da dran sind. Das war jetzt natürlich ein sehr schönes Beispiel, aber das hier ist quasi auch wieder, ne, parallel und ein endständiges. Hier auch parallel und geht da parallel vom Zweig ab. Und auf der anderen Seite, gut, das ist jetzt etwas verkümmert, aber auch da ist wieder eins. Und hier kann man es auch wieder schön sehen. Also immer schön alles im, naja, mehr oder weniger 90 Grad Winkel. Dazu eben diese, ja, herzförmigen, spitz zulaufenden Blättchen. Das ist unsere Waldrebe, die Clematis vitalba. Als ob ich es bestellt hätte, haben wir hier jetzt endlich auch mal eine andere Eiche. Und zwar die Roteiche. Hat erstens mal doch ein wenig größere Blätter als die einheimische. Unsere, also die stammt aus Nordamerika übrigens, deshalb sage ich immer einheimische Eichen. Die ist ja eigentlich nur eingeführt bei uns. Aber man kann es deutlich erkennen, es ist ein typisches Eichenblatt mit dieser Lappung, in diesem Fall Zähnung, denn bei der Roteiche sind die Dinger halt eben spitz. Und irgendwelche Öhrchen findet man übrigens auch an der Roteiche nicht. Die ist eigentlich ziemlich idiotensicher. Da gibt es nichts anderes, was so aussieht. Ja. Dass keine Verwirrung aufkommt. Hier haben wir es mit einer sehr großblättrigen Buche zu tun. Die muss eine sehr gute Wasserversorgung haben, dass die sich leisten kann, so riesige Blätter hier auszubilden. Also normal ist ein Buchenblatt ja gut. Na, wenn es halb so groß ist, ist es schon normal. Und die hat doch einige ziemlich große Buchenblätter. Hin und wieder findet man auch Buchen mit noch größeren Blättern. Aber lasst euch nicht verwirren, es handelt sich wirklich um Buchen. Sie haben den behaarten Blattrand. Der Blattrand ist leicht gewellt. Und auf der Rückseite, ja, ist dieses noch recht junge Blatt auch auf jeden Fall noch ein wenig behaart. Und hat auch so Achselbärtchen. Deswegen ist es aber trotzdem keine Linde, sondern eben entsprechend eine Buche, auch relativ glänzend. Gerade die unteren Blätter, würde man weiter hoch am Baum gehen, wären sie etwas weniger glänzend, tendenziell. Und hier nochmal, damit eben die Verwechslung mit der Esche nicht vorkommt, hier haben wir unseren Holunder. Der hat außerdem deutlich anders aussehende Flieder und halt eben Holunderblüten. Jetzt sind sie inzwischen auch schon dran. Ne? Also guckt euch vielleicht nochmal die Esche an, vergleicht sie nochmal mit dem Holunder, dann kann man es eigentlich nicht verwechseln, auch wenn das halt immer mal gerne ein wenig vorkommt. Nochmal kurz im Vergleich zur Esche, hier habe ich den Holunderast schon mal ein bisschen ausgehöhlt. Man kann also sehen, Holunderast besteht weitestgehend fast nur aus diesem weißen Mark. Und bei der Esche ist es halt nur wirklich die innere Markröhre und der Rest ist festes Holz und hier... Ja, man sieht es ja, wie gesagt, auch wenn die Kamera nicht scharf stellt, es dürfte trotzdem einigermaßen zu erkennen sein. Oh, und hier haben wir jetzt noch eine Eiche. Leider nichts am Boden, aber man kann es ja dank Zoom ganz gut erkennen. Ihr seht, die hat so richtig ausufernde, richtig lange Zacken. Sieht so richtig zerrupft aus. Das ist die Zerreiche, Quercus zerris. Habe ich euch aber irgendwann schon mal gezeigt in irgendeinem alten Video. Deshalb bin ich hier auch vorbeigelaufen, weil ich wusste, die stehen hier. Ich finde es aber um zu recken kein kleines Exemplar. Im Herbst kann man die Blätter gut sehen, wenn sie runterkommen. Ja, ist relativ eindeutig. Auch mit nichts anderem wirklich verwechselbar. Ist auch nicht einheimisch, sondern hier nur hergepflanzt.
Zum Schluss muss ich leider sagen, ich versage bei meinem Vorhaben, an Birkenzweige ranzukommen. Ich wusste, hier gibt es Birken, die gibt es hier auch, aber was es hier halt nicht gibt, ist irgendeine Birke, die klein genug wäre, dass man da noch irgendwie an die Blätter rankommt. Deswegen leider auch die Birke nur per Ferndiagnose möglich. So, hier kann man jetzt bei einzelnen Blättchen, ich kann es euch leider auch nicht zeigen, schön erkennen, dass die relativ dreieckig geformt sind. Hier rechts, rechte Bildmitte, Moment, ich nehme es mal, ja, jetzt ist es in der Bildmitte. Das ist ein recht schönes Exemplar. Also Birkenblätter wirklich auffallend dreieckig, unten breit, vorne natürlich entsprechend zugespitzt, wie so ein ja, relativ gleichschenkliges Dreieck etwa. Und jetzt gibt es zwei heimische Birkenarten, grob zwei, es gibt noch Unterarten, nämlich die Moorbirke und die Hängebirke oder Sandbirke. Letztere nennt sich Betula pendula, das kann man sich auch ganz gut merken. Hängebirke hängt runter, pendelt durch die Gegend, pendula. Und die Moorbirke, das ist Betula pubescens. Und die sind relativ einfach zu unterscheiden, dass Betula pubescens eher rautenförmige als dreieckige Blätter hat. So leicht, das ist aber, das muss man schon ein Auge für haben, wenn man das als Kriterium nehmen möchte. Aber Betula pubescens hat auch ein bisschen behaarte Blätter. Manchmal auch stark behaart, dann ist es relativ eindeutig. Aber grundsätzlich kann man eben als Ausgangspunkt nehmen, ist das Blatt zumindest etwas behaart und vielleicht nicht so dreieckig, dann ist es eher Betula pubescens, also die Moorbirke. Natürlich steht die natürlich auch eher im Moor. Also das ist, glaube ich, ja, ich sollte es doch dazu sagen, ist nicht selbsterklärend. Also die findet man im normalen Wald eigentlich eher selten, im Moor hingegen fast ausschließlich. Und ja, eben auf die Behaarung der Blätter achten, Unterseite, Blattunterseite, wieder so ein bisschen an den Blattadern entlang, einzelne Haare. Und ja, damit verlasse ich den Wald wieder und muss raus in die Scheißhitze. Im Wald ist nämlich schön kühl. Da geht's jetzt lang. Kann man die Ferne irgendwie, naja, die Fernsicht ist gut, auch wenn man es auf der Kamera jetzt nicht so wirklich gut sieht. Ne? Also, macht's gut und das war's jetzt fürs Erste mit der Baumbestimmung gewesen. Damit haben wir jetzt ja doch einige Arten angesprochen, die es hier so gibt. Ciao!